Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss meine Stimme ein bisschen schonen, also hoffe ich, dass ihr mir das nicht übel nimmt, dass ich heute so leise spreche. Ich habe eine Kehlkopfentzündung und habe schon gebibbert, ob ich das Video überhaupt drehen kann, weil meine Ärztin meinte, ich soll keinen Sport machen, ich soll nicht in die Sonne, ich soll nicht trinken und ich soll nicht reden. Aber ja, ihr kennt mich. Ich habe auch laut gelacht, als sie das gesagt hat und dachte mir, es wird ein relativ kurzes Video. Ich versuche es einfach. Eigentlich stehen zwei Videos auf dem Drehplan. Das heißt, das Video für nächsten Montag kann sein, dass das vielleicht ausfällt. Aber das heute möchte ich euch doch gerne noch mit auf den Weg geben, bevor es für mich in Urlaub geht. Grundsätzlich werde ich ja immer krank, bevor es in Urlaub geht. Ich war nämlich übers Wochenende 3 Tage bzw. 2 Übernachtungen nach Holland. Und ja, da spielt mir diese Kehlkopfentzündung gerade super toll in die Karten. Nicht. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Von Jammern wird das Leben auch nicht besser. Wir widmen uns jetzt einfach mal den Büchern, die ich aussortiert habe. Ich möchte nämlich heute mit euch einen Book-Unhaul machen. Ich habe einmal eine komplette Reihe aussortiert, weil sie mir einfach nicht gefallen hat. Aber mehr dazu, wenn ich euch die Bücher hochhalte. Und dann habe ich noch 2 Drittel einer Reihe aussortiert, wo mir das letzte Buch noch fehlt. Da erkläre ich euch dann auch, warum ich die Bücher aussortiert habe. Und starten wir einfach mit dem Einzelband, den ich jetzt aus meinem Regal rausschmeiße. Und zwar ist das Wo mein Herz dich findet von Catherine Taylor. Ich habe von ihr den Wildblütensommer gelesen und das Buch hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Dementsprechend habe ich dann auch direkt dieses hier gekauft und seitdem steht es auch hier im Regal. Tut mir leid, wenn ich manchmal so komisch gucke, aber wenn ich schlucke, tut es echt richtig weh. Ich habe das Buch 2017 oder 2018 gekauft. Ich muss nochmal gucken, wann kam es raus. 2017, genau, habe ich es gekauft. Und seitdem liegt es tatsächlich hier auf meinem Sub. Und ich bin die Woche meine Sub-Bücher durchgegangen und dachte mir so, sind da welche dabei, die du definitiv nicht mehr lesen wirst, obwohl sie jetzt schon ja, 6 in Folge auf dem Sub liegen. Und da war dieses Buch hier dabei. Und wie gesagt, dieser Wildblumensommer hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich mag auch den Schreibstil. Aber nichts hat mich bisher dazu bewogen, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Und ich denke mir, wenn du 6 Jahre nicht nach einem Buch gegriffen hast, dann wirst du es in Jahr 7 nicht plötzlich tun. Nichtsdestotrotz kann es sich um ein wundervolles Buch handeln. Ich bin mir nicht sicher. Mich reizt es aktuell nicht und dementsprechend darf es jetzt auch ausziehen. Aber natürlich erzähle ich euch noch, um was es in dem Buch geht. Wenn 2 Herzen sich finden, ein plötzliches Unwetter zwingt die junge Kara, in einer einsamen Gegend Unterschlupf zu suchen. Ihr Gastgeber Liam scheint ihr jedoch nur widerwillig Obdach zu bieten. Karas Neugier ist geweckt. Warum lebt der attraktive Mann so zurückgezogen? Ihr wird schnell klar, dass seine raue Schale nur Fassade ist. Sie verliebt sich leidenschaftlich in den Außenseiter, aber Liam kann ihr keine Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft machen, wenn sein dunkelstes Geheimnis droht, ihre Familie zu zerstören. Dann durfte nach einiger Überlegung eine ganze Reihe hier ausziehen. Wer meine Videos regelmäßig verfolgt, weiß, dass mir die Reihe absolut nicht gefallen hat, dass ich die Protagonisten alle ganz furchtbar fand, dass ich vor allem die zwischenmenschlichen Interaktionen ganz, ganz grausam fand. Und zwar spreche ich von The Stories We Write, The Secrets We Share und The Love We Feel. Ja, das ist die Reihe von der lieben Olivia Date oder Dade, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, sie heißt Date, aus dem Hause Kiss. Und das war eigentlich auch der einzige Grund, warum die Bücher die ganze Zeit noch hier gestanden haben, weil ich ein sehr, sehr großer KISS-Fan bin, den Verlag sehr, sehr gerne mag, auch dort in der KISS-Crew natürlich Mitglied bin und ja, sie im Regal schön aussehen. Aber was bringt es mir, wenn ich Bücher im Regal stehen habe, die mir nicht gefallen haben und die ich dementsprechend nicht mehr lesen werde oder kein zweites Mal lesen werde? Ich denke mir immer, wenn du an deinem Regal vorbeigehst, dann möchtest du nur Bücher sehen, die dir ein positives Gefühl geben. Und genau das haben diese Bücher hier nicht.
Und deshalb habe ich jetzt beschlossen, sie auszusortieren. Ich hatte das schon mal vor. Kann auch sein, dass ich euch schon mal davon erzählt habe, dass ich sie aussortiere. Aber irgendwie konnte ich mich da noch nicht überwinden. Jetzt habe ich es aber getan. Ich habe sie auch schon jemandem versprochen. Und da weiß ich, dass sie in gute Hände kommen und ich da keine Angst haben muss, dass ich da irgendwie ein schlechtes Gewissen breit macht oder so. Ich erzähle euch natürlich aber noch, um was es in jedem der Bände geht. Das ist zwar irgendwo eine fortlaufende Geschichte, aber man kann die Bände unabhängig voneinander lesen. Ich persönlich finde es halt immer nur schön, wenn man bei Band 1 anfängt, weil dann in Band 2 und 3 Charaktere auftauchen, die man dann eben schon kennt und nicht erst überlegen muss, wer ist das jetzt genau. Fangen wir einfach mal mit Band 1 an. Charmant, eitel und einfach gestrickt. So kennt die Öffentlichkeit Markus Kastarup, den Star der weltweiten Hitserie God of the Gates. Niemand ahnt, dass er privat mit seiner Legasthenie kämpft und der Tatsache, dass er die Entwicklung der Serie hasst. Seinen Frust schreibt er sich anonym auf einem Fanfiction-Forum von der Seele. Doch sollte das irgendjemand herausfinden, ist er in Hollywood erledigt. April Whittier ist ein Hardcore-Gods-of-the-Gates-Fan, schreibt Fanfiction und kreiert eigene Kostüme zu der Show. Bisher hat sie das nie jemandem erzählt, aber sie will sich nicht mehr verstecken. Und so postet sie ein Foto von sich in einem Kostüm auf Twitter. Nur leider lassen die Trolle nicht lange auf sich warten und es hagelt bösartige Kommentare wegen Aprils Plus-Size-Figur. Doch dann geschieht das Unglaubliche. Markus Kastarup schaltet sich ein, verteidigt sie und lädt sie auf ein Date ein. Der Markus Kastarup. Und der Date hat ungeahnte Folgen. Machen wir weiter mit Band 2. Als einer der Stars der Hitserie Gods of the Gates hat Alexander Woodrow eigentlich alles, was er sich wünschen kann. Geld, Berühmtheit, jede Menge Angebote aus Hollywood. Doch er hasst die letzte Staffel der Serie. Das Finale ist ein Verbrechen an den Fans und schlimmer noch. Die toxischen Beziehungen, die die Serie verharmlost, wecken Dämonen aus Alex' Vergangenheit. Als er unbeabsichtigt einen Skandal verursacht, Impulskontrolle war dank ADHS noch nie seine Stärke, stellen ihm die Produzenten eine Aufpasserin an die Seite. Und so tritt Rowan Clegg in sein Leben. Die viel zu stille, viel zu ernste, viel zu faszinierende Lauren. Eine Herausforderung nie abgeneigt, schwört sich Alex, ihre kühle Distanziertheit zu durchbrechen. Dass sie herausfindet, dass er unter einem Pseudonym höchst unanständige Gods of the Gates Fanfiction schreibt, war allerdings nicht geplant. Und dann kommen wir last but not least zu Band Nummer 3. Als die schwedische Schauspielerin Maria für ein Casting nach Los Angeles kommt, trifft sie in ihrem Hotel auf einen verführerischen Mann, mit dem sie spontan die Nacht verbringt. Es ist eine perfekte Nacht und trotzdem schleicht sich Maria am nächsten Morgen davon. Sie will ihr Herz schützen, denn eine Fernbeziehung von fast 9000 Kilometern hätte eh keine Chance. Doch beim Casting für eine Rolle als Wikingerin in der Erfolgsserie Gods of the Gates erlebt sie eine böse Überraschung. Ihr One-Night-Stand Peter spricht als ihr Co-Star vor und er schäumt vor Wut, dass sie ohne ein Wort verschwunden ist. Aber das ist kein Problem, denn wie wahrscheinlich ist es, dass sie beide den Part bekommen und die nächsten 6 Jahre zusammen auf einer winzigen irischen Insel drehen müssen. Und dann kommen wir jetzt noch zu der Reihe, bei der ich Band 1 und 2 aussortiert habe. Wenn ich euch jetzt die Bücher hochhalte, werdet ihr wahrscheinlich erstmal 3 Fragezeichen über dem Kopf haben, weil das gar nicht zu mir passt. Ich habe nämlich die Don't Love Me Reihe oder die Don't-Reihe von Lena Kiefer zu 2/3 aussortiert. Das ist der erste, Don't Love Me. Und das hier ist, glaube ich, der zweite, Don't Hate Me. Den dritten hatte ich auch mal, aber den hatte ich zusammen mit Band 2 auf Rebuy bestellt. Und der war ganz, ganz schlecht von der Qualität her. Der hatte 1000 Leserillen und war total verklebt und verbebbert. Und dementsprechend habe ich ihn damals direkt nochmal zurückgesandt. Band 1 habe ich tatsächlich auch schon gelesen und auch sehr, sehr gerne gelesen. Und jetzt kommt die große Frage, warum sortierst du sie dann aus? Ich finde sie ultra hässlich. Das ist ganz einfach. Sie stehen so im Regal bei den New Adult Büchern und die sind ja alle so rosa, blau, türkis, mint, lila, schön, pastellig. Und dann stehen diese zwei hier daneben in grün, gelb, orange. Orange ist für mich keine Farbe, das ist für mich eine Zumutung. Ja, aber ein Grund, warum ich sie jetzt tatsächlich aussortiert habe und sie nicht einfach so rum oder so ins Regal gestellt habe, war die Chest of Fandoms.
Ich weiß, ich erzähle sehr oft, dass ich den Laden nicht mag, aber man muss halt leider Gottes auch dazu sagen, dass sie ab und zu echt richtig schöne Sondereditionen haben. Und im Zuge der Chest of Hearts war das, glaube ich, wird nämlich jetzt Band 1 neu aufgelegt. Wenn ich dran denke, blende ich euch hier ein Foto davon ein. Und es ist ein Hardcover, was ich sowieso schon sehr, sehr liebe. Und es ist einfach rosa, pastellig und passt wunderbar in mein New Adult Regal. Wobei ich mir das sowieso noch überlegen muss, weil ich ja zum Beispiel auch die Ophelia Scale Reihe und die Knights Reihe von Lena Kiefer habe und die stehen halt nebendran im Fantasy Regal, dass ich mir vielleicht eine eigene Lena Kiefer Ecke bauen werde oder so. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, aber das sind meine eigenen Monk-Probleme. Ja, aber dementsprechend dürfen die beiden jetzt hier ausziehen. Ich glaube, Band 1 wird bei der Chest of Fandoms im September erscheinen. Die anderen stehen noch nicht genau fest, werden aber auch im gleichen Design dann erscheinen und dann werde ich mir sie einfach nach und nach kaufen. Aber natürlich erzähle ich euch wie immer in diesem Video auch gerne nochmal, um was es geht. Er hat ein dunkles Geheimnis, sie ist tabu für ihn. Haben sie eine Zukunft? Kenzie ist nicht gerade begeistert davon, in den schottischen Highlands ihr Designpraktikum zu absolvieren. Doch als sie bei ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben der Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyle fasziniert sie von der ersten Minute an. Doch welches Geheimnis verbirgt er hinter seinem abwesenden Verhalten? Lyle bleibt einen Sommer, um sich am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie zu bewähren. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er der Designstudentin Kenzie begegnet, gerät sein Plan ins Wanken. Denn ihre Anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen. Doch keiner weiß besser als er, wie verhängnisvoll eine Beziehung zu ihm für sie enden könnte. Das waren alle Bücher, die ich euch heute zeigen wollte. Es waren diesmal gar nicht so viel wie sonst, aber ja, ich mag meine Bücher einfach. Und trotzdem muss ab und zu einfach mal ein bisschen aussortiert und Platz für Neues geschaffen werden. Auch wenn es mir hin und wieder das Herz bricht. Ihr dürft mir gerne mal verraten, wie ihr das handhabt, ob ihr alle Bücher behaltet, was ihr mit Büchern macht, die euch nicht so zugesagt haben, ob ihr dann sagt, ich möchte sie trotzdem im Regal stehen haben, oder ob ihr sagt, okay, dann fliegen sie sofort raus, bevor mein Herz dran hängen bleibt, an der Optik oder so. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, startet gut ins Wochenende. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns am Montag wieder. Also, falls Montag kein Video kommt, seid mir nicht böse. Aber ja, es ist nicht ganz so angenehm zu sprechen. Ich merke es jetzt auch. Ein zweites Video wäre nicht drin. Von dem her wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!